Taifun ist ebenso. Doch Wölfe hin, Taifune her. Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Zieh fest das Segel an. Hey, hey, Vicky, die Wikinger sind hart am Winde dran. Na, 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 Vicky. Hey! Dieses Wasserrohr an. Es sind Baumstämme, die man ausgehöhlt und aneinander gesetzt hat. Natürlich nach einer Idee von unserem Vicky. In Flake gab es früher nur ein einziges Wasserrohr. Aber jetzt hat jedes Haus seine eigene Wasserleitung. Halva, es wird Zeit, du musst aufstehen. Oh, es ist doch jeden Morgen dasselbe. Du bist genau wie ein Kind, nicht aus dem Bett zu kriegen. Ach was, mit einem Kind habe ich es viel einfacher als mit dir. Vicky muss ich nicht so oft rufen wie dich. Der Hahn hat schon zweimal gekräht, wach auf. Lass mich in Ruhe, Ilva. Es ist doch noch stockdunkel. Irrtum, mein Lieber. Aber unter der Decke ist es natürlich immer stockdunkel. Hey, hey, was machst du denn da? Tatsächlich ist ja schon hell. Dass ich morgens immer so müde bin, wundert mich nicht. Ich schlaf nachts erst sehr spät ein, weil das Wasser dauernd plätschert. Ist doch nur eine Ausrede. Ich bin froh, dass ich jetzt Wasser im Haus habe und nicht mehr so weit danach laufen muss. Oje, oje, mein Schädel brummt. Wo steckt eigentlich Vicky so früh am Morgen? Der ist schon seit einer ganzen Weile im Wald. Der treibt sich jetzt wohl dauernd dort rum. Kinder spielen mal im Wald oder mal anderswo. Willst du dich jetzt nicht endlich waschen, damit ich das Frühstück machen kann? Ich werde sonst nicht fertig, es ist schon spät. Hetz mich nicht dauernd drum. Hilfe! 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 Bitte, ich hab Angst. Ja, nein. Pass auf! Geklappt! Aha! Ja. Oh. Ja, du hast geschafft. Ich habe lang überlegt und dann kam ich auf die Idee mit der Falltür. Ich hoffe, dass es immer so klappt. Wölfe werden mit der Zeit schlauer, weißt du? In Flake werden sie alle staunen, wenn ich es erzähle. Die Höhle mit der Falltür muss geheim bleiben. Du darfst nichts erzählen. Warum nicht? Weil sie dann sagen, damit einen Wolf zu fangen, das macht nur ein Feigling. Verstehst du? Hm. Ich erzähle das... Nein, Ilvi. Vicky hat einen Wolf gefangen. Ja, Gorm. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Er ist auf einen Baum raufgeklettert und hat Steine runtergeworfen. Nein, Gilby, er ist nicht auf einen Baum geklettert. Das weiß ich genau. Na ja, ich war heute Morgen auch im Wald, aber ich habe Vicky nicht gesehen. Vicky hat mit einer Keule einmal, zweimal, dreimal, viermal den Wolf auf den Kopf gehauen. Das hat dem Wolf gereicht. Der war erledigt. Eine hübsche Geschichte erzählt Ilvi da. Ich hab schon gehört, Vicky, dass du es mit einem Wolf aufgenommen hast. Ach, weißt du, Vater, es war ganz anders. Großartig. Leute, habt ihr es gehört? Mein Junge ist jetzt ein tapferer, echter Wikinger. Erzählt! Hurra! Hurra! Du bist genauso mutig und tapfer wie dein Vater. Kein Zweifel mehr dran. Ihr macht alle viel zu viel Wind um die Geschichte. Du fürchtest dich nicht mehr vor einem Wolf und darauf sind wir stolz, Vicky. Du bist ebenso mutig wie Gilby. Ja, aber Vicky hat eine Menge mehr im Kopf als Gilby. Das stimmt, fast so viel wie ich. Wie wär's denn mit einem Wettkampf zwischen uns, Vicky? Dann zeigt sich ja, wer mutiger ist. Hm? Ein Wettkampf mit dir? Wer von uns beiden bis heute Abend einen Wolf gefangen hat, ist ich Sieger. Ich weiß nicht. Selbstverständlich nimmt mein Vicky es mit dir auf, Gilby, und er siegt. Hey, bleib hier. Ist abgemacht, klar?
Ich will nicht warten, Sie feiern hinterher. Und versuch ja keine faulen Tricks, Vicky. Unsere einzige Waffe ist eine Keule. Ja, eine Keule. Aber eins gehört noch dazu, hä? Viel Mut, denke ich. Versprich mir das, hier vor allem. Ja. Versprochen, die einzige Waffe ist eine Keule. Ich sitze in der Klemme, Ilvi. Den Wettkampf mit Gilby habe ich schon jetzt verloren. Warum machst du es nicht wieder mit der Falltür in der Höhle? Es braucht doch niemand zu erfahren, wie du den Wolf gefangen hast. Nein, nein. Meine Waffe ist die Keule, das habe ich versprochen. Aha, du hast versprochen. Tja, von hier aus gehe ich allein weiter. Wiedersehen. Und viel Glück. Ich versuch's. Seht euch das an! Ich wette, unser mutiger Vicky hat den Wolf von dort oben aus erwischt. Dieser Feigling besiegt mich noch nie. Keiner von uns besiegt dich und Vicky schon gar nicht. Sag mal, wo willst du denn hin? Ich laufe in dieser Richtung noch etwas weiter. Ich habe da hinten schon oft Wölfe gesehen. So allein ist's gefährlich. Es ist so oder so gefährlich. Ich gehe allein weiter. Gilby ist mutig, er wagt viel. Ihr siegt, das ist klar. Ich sehe kaum was bei dem Sturm. Ich trinke auf unseren tapferen Vicky. Er soll leben. Na, soll ich dir verraten, was die kleine Ilvi mir von unserem Sohn erzählt hat? Ja? Das hast du mir schon dreimal erzählt, aber ich höre es mir auch zum vierten Mal an. Vor Freude könnte ich heulen. Hoffentlich stimmt auch, was Ilvi erzählt. Brauche ich einen Wolf, ist keiner zu sehen. Nicht! Fürchtest dich nicht mehr vor einem Wolf und darauf sind wir stolz, Vicky. Du bist ebenso mutig wie Gilby. Ich krieg einen Wolf, ganz egal wie. Ich will doch nicht gegen Vicky verlieren. Komm raus, Wolf! Los! Raus! Du hast den Wolf gesehen und da bist du weggelaufen, hä? Ja. Du hast aufgegeben, ohne zu kämpfen? Ja. Das ertrage ich nicht. Hast du heute Morgen einen Wolf erschlagen? Das stimmt wohl dann nicht. Doch, ja. Es war ein Wolf. Du warst auf einem Baum, stimmt's? Nein, Vater, ich habe mir was anderes ausgedacht. Was viel Besseres. Was hast du dir ausgedacht? Ich wollte euch ja gleich sagen, dass die Geschichte, die Ilvi euch über mich und den Wolf erzählt hat, nicht stimmt. Aber dann habe ich es einfach nicht fertiggebracht. Dass ich euch und Vater so enttäuschen muss, tut mir wirklich leid. Bitte seid mir nicht böse. Schon gut, aber jetzt sag die Wahrheit. Wie hast du den Wolf besiegt, Vicky? Erzähl. Das war so. Ganz tief im Wald habe ich eine... Ja. Was hat das zu bedeuten, hä? Da hinten im Wald brennt's, Vater. Das Feuer kommt auf unser Dorf zu. Hä?
Dann los, Leute, holt Wasser und steht nicht so dämlich rum. Wasser! Ja, Chef, einen Brand löscht man am besten mit Wasser. Schafft Wasser ran, verflixt, worauf haben wir? Beeilt euch! Ja, Chef, sofort! Wasser schnell! Ich hab gesagt, beeilt euch! Jemand muss vor allem Alarm schlagen. Komm, mach du das. Die Männer versammeln sich da drüben. Hört ihr? Der Wald brennt lichterloh. Zu allem Unglück treibt der Sturm das Feuer mit rasender Geschwindigkeit direkt auf Flake zu. Wird das Wikingerdorf in Flammen aufgehen? Es sieht beinahe so aus. Der Wald brennt und nicht du Idiot! Du wäschst dich das sowieso nie! Ihr wollt dich alleine mal einsetzen! Hört sofort auf, holt Wasser, bekämpft das Feuer! Nee, schade, dass das Feuer so umsonst verbrennt. Wie viel Bratkartoffeln wir da machen können. Habt ihr es vergessen? Der schreckliche Sven hat unser Dorf schon mal in Brand gesetzt! Wollt ihr zusehen, wie Flake in Rauch und Flammen aufgeht? Beeilt euch! Ja. Rettet unser Dorf, Leute! Hast du nicht eine Idee, Vicky? Können wir dir gar nicht helfen? Wir zwei würden den anderen beim Löschen nur im Weg sein. Bilby! Hm? Bilby ist immer noch im Wald, du lieber Himmel, was mache ich nur? Der ist aber ziemlich tief in den Wald gelaufen, da passiert ihm nichts. Ich mache mir solche Sorgen. Die wittern mich, deswegen zeigen sie sich nicht. Hilfe, raus! Los, raus! Gilby ist in Sicherheit. Der Wind jagt die Flammen in die entgegengesetzte Richtung. Vorläufig jedenfalls, aber das kann sich schnell ändern. Au! Ist das heiß! Hau ruck! Ah! Was soll das, Faxe? Oh, lass den Blödsinn und verschwende kein Wasser! Oh, wie feurig brennt der Wald, nun ist die Flake nicht mehr kalt. Nun werden die Flammen mit Wasser bekämpft, was jeden Feuers feuern dämpft. Verflix noch mal, Ulme, sing nicht vom Feuer, lösch es! Ein Schrei und Schmerz fühle ich. Oh, mein Hinterend wie Feuer brennt! Ah! Hilfe, Hilfe, rettet mich, ich verbrenne! Wasser, wo ist Wasser? Unser Wasserrohr ist kaputt. Hilfe, so helft mir, brauche ich verbrenne. Ulme, komm her. Ah! Schnell, Ulme, ich will dir ja helfen. Komm und das Wasser. Stell dich mit dem Rücken her. Steh still, nicht rumspringen. Bleib hier, Ulme. Ja, so ist gut. Danke, Vicky, mein Hinterbein ist gerettet. Danke. Da fällt mir was ein. Ich hab ne Idee. Was für eine Idee? Eine ziemlich gute, glaub ich. Ruf schnell alle Leute zusammen, ja? Vater! Vater! Was gibt's, Vicky? Halt mich nicht auf! Ruf bitte alle Männer her. Ich hab nämlich eine gute Idee. Hier kommen Männer. Vicky will mit uns sprechen. Habt ihr verstanden, ja? Arbeitet so schnell ihr könnt. Nehmt alle Wasserrohre auseinander. Wir brauchen sie, aber nur die kleinen. Warum auseinandernehmen, Vicky? So ein Quatsch. Wenn er mich fragt, ich bin dagegen. Er flickt tot, was er sagt. Los, ja. Vicky weiß schon, was er will. Er hat Köpfchen. Es sind die letzten Rohre, Vicky. Wenn alle zusammengesteckt sind, lassen wir Wasser durch. Versteht ihr? Ah, bravo. Ich kapier, was du vorhast, Vicky. Moment mal. Ah!
richtet die Rohre aus Feuer, wie damals auf die Männer, die die Steuern kassieren wollten. Ja, stimmt. Auf die Weise haben wir sie damals in die Flucht geschlagen. Albert hier nicht rum, richtet das Wasser aufs Feuer, wirft's bald! Ich sag's ja, wenn wir unseren Wiki nicht hätten, ich glaub, wir schaffen, Chef. Ja, weitermachen, Leute, nicht nachlassen. Snorres Haus erstmal brennt, sind auch die anderen Häuser nicht mehr zu retten. Nein, steckt alle Rohre zusammen und macht ein ganz langes Rohr draus. Komm, schlaf nicht, du hast doch gehört, was Vicky sagt. Ja. Schnell, jetzt habe ich keine Kühe mehr, bloß noch einen großen Schmorbraten. Hey, langsam, ich komme nicht mehr mit. Das ist zwecklos, das Rohr reicht nicht bis zum Haus. Was machen wir jetzt? Ja! Ausgerechnet mein Haus, überhaupt nicht kleiner! Vater, sieh doch mal, Vater, da! Ah, der Wind hat gedreht, Leute! Er brennt das Feuer in die andere Richtung! Unser Glück, Wotan sei Dank! Jetzt brennt's weiter in den Wald rein! Ja, aber Flak ist gerettet! Vielleicht? Kommt nur, meine Keule wartet auf euch. Oh! Rauch! Der Wald brennt! Gilby ist noch im Wald. Vater, Gilby ist in Gefahr. Richtet das Wasser auf den Wald. Das Feuer hat sich noch nicht so weit ausgebreitet. Aber wenn es sich nun bis zum Tal durchfrisst, gibt's keinen Ausweg mehr für Gilby. Mein armer Gilby! Mutter, hilf mir! Das Feuer brennt weiter. Ich tue, was ich kann. Ich habe tief im Wald zufällig eine Höhle gefunden, Vater. Ich lauf mal schnell hin, ja? Ich verstehe, Feigling. Du versteckst dich dort, bis das Feuer aus ist. Hör bitte nicht mit dem Löschen auf. Mach weiter. Ich renne nicht weg. Keine Angst. Aber wie kommt er durchs Feuer, wenn die Höhle im Wald ist? Gespenst! Hilfe! Oh, hab keine Angst, ich bin's nur. Vicky! Ich hab mir einen tropfnassen Sack übergezogen. Schnell, komm, ich weiß ein Versteck. Chef, ich melde, wir haben das Feuer unter Kontrolle. Fantastisch, wir haben's geschafft. Ich bin entzückt. Aber wo ist Gilby? Es ist eine Höhle, die habe ich zufällig mal gefunden. Schnell! Laufen wir weiter nach hinten. Dort kann uns das Feuer nicht erreichen, Gilby. Komm! Ja! Meine schöne Falltür verbrennt. Deine Falltür?
Naja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, mit der Falltür habe ich den Wolf erledigt. Was, mit der Falltür da? Ich habe gar nicht mit einer Keule gekämpft. Kann ich überhaupt nicht, ich bin nämlich ein Feigling. Ich bin stolz auf euch Männer. Ihr habt alle mitgeholfen, den furchtbaren Waldbrand zu löschen. Oh! Und Vicky hat wieder eine gute Idee. Er schlägt vor, dass wir in unserem Dorf eine Feuerwehrmannschaft aufstellen. Bin nicht dagegen. Ich will aber die Spritze. Eine Feuerwehrmannschaft hat bis jetzt noch kein anderes Dorf. Na, da sind wir wieder mal die Ersten. Wer soll zum Feuerwehrhauptmann ernannt werden? Ich glaube, ich übernehme Vicky, das am besten, Vicky. Denn... Vicky wird Feuerwehrhauptmann. Ich bin auch dagegen. Es war ja schließlich auch seine Idee, die Rohre zusammenzustecken und als Feuerspritze zu benutzen, nicht wahr? Naja, ich wäre vielleicht auch noch drauf gekommen. Hurra, Vicky wird Feuerwehrhauptmann. Ich bin entzückt. Na, Vicky, was sagst du dazu? Was ist los, Vicky? Warum freust du dich nicht? Ich kann aber nicht Feuerwehrhauptmann werden. So viel Mut habe ich nicht. Ich kann nicht mal mit einer Keule einen Wolf erschlagen. Ein Feigling bist du bestimmt nicht. Du wirst unser Feuerwehrhauptmann. Ja. Gilby. Wer ist denn durch das Feuer gelaufen und hat mir das Leben gerettet, hä? So mutig wie du ist keiner von uns, Vicky. Basta. Danke, aber ich weiß nicht. Vicky, du wirst unser Feuerwehrhauptmann. Bist du auch dafür, Vater? Hurra! Hurra! Feuerwehrhauptmann! Hurra! Unser Feuerwehrhauptmann Vicky soll leben! Hurra, Leute! Hurra! Feuerwehrhauptmann Vicky! Hurra!